Hallo ihr Menschen, heute ist Karfreitag, aber ich finde, das ist kein Grund traurig zu sein. Denn wie ich schon erfahren habe, ist man in Bayern umso christlicher, je mehr Bier man trinkt. Weshalb dieses Video vielleicht etwas später rauskommt. Was mich natürlich freut, ist, wenn mir Leute schreiben, dass sie meine Videos angesehen haben und dabei lachen mussten. Ich versuche mir dann öfters mal vorzustellen, wie das ausgesehen haben muss. Und wenn ich so in meinem Alltag um mich rum gucke, dann sehe ich irgendwie immer wieder Menschen, die lachen und es sind immer wieder am Ende dieselben Arten von Lachen. Da gibt es zum Beispiel den Pantomime, der eigentlich schon so hart lacht, dass er schon überhaupt nicht mehr lacht. Mein erster Gedanke dabei, was ist los mit dir, kann man dir helfen? Und mein zweiter Gedanke, scheiße, sehe ich auch so aus, wenn ich lache. So als würde er irgendwie einfach in seiner Position stecken bleiben. Das sieht dann ungefähr so aus, als würde man ein Video von mir mittendrin stoppen und dann wieder den Frame rausziehen, wo ich natürlich wieder aussehe, als wäre ich der letzte Horst. Woher ich das weiß? Ganz einfach, weil ihr mir immer diese Bilder von mir schickt. Nur, dass wenn ich lache, nicht einfach so stehen bleibe. Buffering in real life. Und wenn du so lachst, brauchst du eindeutig besseres WLAN in deinem Körper. Dann gibt es so Leute, die lachen einfach wie ein sterbender Seelöwe. Ich habe keine Ahnung, wie sich ein sterbender Seelöwe anhört, aber wenn ich es mir vorstellen müsste, klingt es ungefähr so. Und diese Lache ist durchaus gefährlich, okay? Da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr euch auf einmal von einem Tierschützer einen Betäubungspfeil im Knie habt. Einst war ich ein sterbender Seelöwe, aber dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Der Marathonläufer. Es gibt so Leute, die hören sich beim Lachen einfach an, als hätten sie gerade einen Weltrekord auf 42 Kilometer aufgestellt. Das klingt dann ungefähr so. Ich habe keine Ahnung, was in diesen Leuten vorgeht, aber das Ausdauertraining kannst du dir auf jeden Fall schon mal sparen. Dann gibt es den, der sich nicht entscheiden kann. Dieser Mensch kann dir ewig lang gegenüber sitzen und einfach nur gucken. Und dann bringt irgendjemand ein Wort, das ihn so zum Lachen bringt, als hättest du ihn in den Tiefen seiner Seele berührt. Alter, was ist da gerade mit dir passiert? Du machst mir Angst. Dann die Leute, die beim Lachen einfach aussehen, als wären sie gerade in Brand gesteckt worden und versuchen jetzt das Feuer zu löschen. Keine Panik, Freunde, ihr werdet nicht verbrennen, okay? Dann die Leute, die sich anhören wie ein Truthahn beim Balzverhalten. Ist schon wieder Weihnachten, oder was? Und zu guter Letzt der Gollum. Habt ihr euch oder einen eurer Freunde in so einem Ding wiedererkannt? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch weiter gucken möchtet, dann findet ihr hier oben die Flachwitze. Da lache ich mich auch besonders ziemlich ab. Oder hier unten kommt ihr noch zum Video von gestern, wo ich euch ein bisschen darüber erzähle, wie schnell und einfach man Menschen doch manipulieren kann. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde, haut rein. Ciao!